12. Februar. Kurzer Funkspruch an Team Alpha. Wir stecken mitten im Pandora-Bau und lustig schreibt man anders. Zwei Sirenen und etliche Scharfschützen machen uns die Hölle heiß, aber Hitze sind wir gewohnt. Wir können schon gut was wegräumen, doch es geht nur äußerst langsam vorwärts. Und mir stellt es immer noch die Nackenhaare auf, wenn ich sehe, dass tote Viecher wieder aufstehen. Und wie? Ich schließe mit einem Zitat vom Commander, der uns diesmal aus der Seele spricht. Den Umbra wollen wir nicht kennenlernen. Da ist er, der Umbra. Den wollen wir nicht kennenlernen, deswegen haben wir schon mal unser Maschinengewehr draufgehalten. Noch schieße ich noch nicht. Wir müssen noch einmal kurz überlegen, aber ich glaube, in dieser Runde geht es etwas schneller als beim letzten Mal. Was wir machen müssen, ist nämlich, also wir können mal schauen, ob Gorwin jetzt den hier ausschaltet. Da möchte ich einmal kurz gucken, ob das gut funktioniert. Oder ob er auf den Umbra schießt, was vielleicht wichtiger ist. Ah ja, die Frage stellt sich gar nicht. Es bleibt beim Umbra. Das ist ganz gut und Gorwin hat auch noch genug Punkte, um zweimal zu schießen. Wir könnten sogar eine Todesmarkierung drauf machen, falls der uns jetzt richtig doof kommt mit seinen 500 Gesundheit. Vielleicht ist das nicht schlecht, denn ich glaube, wir brauchen euch hier für die beiden Tritons auf dieser Seite. Da schauen wir auch nochmal drauf. 210, das ist fast mit einem Hammerschlag zu erreichen. Die Frage ist, ob El Flocco den da ausgeschaltet kriegt. Wen hätten wir sonst noch? Du könntest noch. Du kommst bloß nicht so nah ran wieder. Also wirklich, das mit dem Flammenwerfer, das ist echt so eine Sache. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine kluge Idee ist mit dem Flammenwerfer. Wir kommen jetzt mit dem Flammenwerfer da auch nicht hin. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Flammenwerfer von hier aus, ob wir den da rüber feuern können, den Flammenwerfer. Müsste ja theoretisch eigentlich gehen. Na? Bin mir aber nicht sicher. Könnten wir jetzt einfach ausprobieren. Und im Notfall haben wir aber ein Problem. Es sieht eigentlich so aus, ne? Da steht halt irgendwas davor. Ich weiß nicht, ob der in Brand gerät. Ansonsten, warte mal, wie machen wir das sonst? 1, 2, El Flocco könnte, was hast du? Wie viele hast du noch? Wie viele Willenskraftpunkte? 12. Du könntest also auch locker zweimal rennen. Oder einmal rennen. Ja, du müsstest zweimal rennen. 1, 2 und dann mit der Shotgun drauf. Aber das geht alles nur, wenn der Umbra weg ist. Wenn wir jetzt Todesmarkierung machen, dann kostet das einmal 4 Willenskraftpunkte, dann hast du noch 7 und dann noch zweimal das, dann hast du noch einen. Und, wir haben aber auch noch, nicht Mark, sondern Carsten kann ja hier auch noch das zweite Geschütz aufstellen und da auch nochmal drauf feuern. Hierhin. Das sollte den ja auch nochmal weghauen. Brauchen wir die Todesmarkierung? Ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Das sind 100, 200. Er hat ja nirgendwo irgendeine Rüstung. 130, 130 sind 260, dann da nochmal ein paar weg, hier nochmal ein paar weg. Ja, es könnte eng werden. Also, wir müssen eine Wiederherstellungsrunde mit einplanen. Es ist sowieso, Sengi hat auch keine Willenskraftpunkte mehr. Dann machen wir das jetzt einfach einmal zur Sicherheit. Wir machen mal eine Todesmarkierung auf den Umbra. Den, der dieses Umbra... Und feuern dann zumindest einmal mit dem schnellen... Ne, wisst ihr was? Jetzt feuern wir erst mit dem anderen Ding da drauf. Und dann gucken wir, ob wir das schnelle Ziel noch brauchen. Weil das sieht ja schon mal eigentlich gut aus. Das sind schon mal 200. Jetzt könnten wir noch ein Geschütz aufstellen. Können wir sonst was Kluges mit Tweaker machen? Brandgranate wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, nichts geht über Aufstellen und das Ding da hinschmeißen. Wir könnten mit El Flocco sonst... Das geht nicht, das sieht nicht so schlecht aus hier.
Obwohl, ja, doch, jetzt schon. Aber vielleicht von hier. Man weiß es halt nicht so genau. Aber ich glaube, den Gang können wir schon mal machen. Vielleicht gehen wir erstmal dahin. Gucken mal, ob das reicht. Nicht schlecht. Noch einen Schritt weiter. Sollte gut sein. Wir schauen mal. Jetzt hat er so gehakt. El Flocco hat gehakt. So, das sieht sehr gut aus. Das machen wir. Es sah besser aus, als es wurde. Okay. Das ist doof. Wir haben dann noch die Chance, mit dir nochmal hinterher zu feuern. Wir können da vielleicht auch... Aber das kostet dich, ne? Ja. Kostet dich leider was, das Ding auszurüsten. Dann ist die Frage, ob wir von hier... ready. Weil ich denke, dass wir Andy einmal schießen lassen mit Schnellfeuern und dann noch heilen. Ach, das ist doch wieder doof. Mark, sonst musst du eine Rakete schießen. Sonst musst du eine Rakete schießen hier drauf. Vielleicht kriegst du sogar beide. Du musst halt treffen. Obwohl, das reicht nicht mal. Interessanterweise reicht das nicht mal. Ja, vielleicht reicht's doch. Na los. Wir probieren es damit. Nicht gegen die Wand schießen, bitte. Okay. Die Piranha ist durch. Er blutet 40 und er hat noch 23. Alles klar. Alles gut. Wunderbar. Du könntest natürlich auch hier helfen. Aber ich glaube, jetzt machen wir das. Zengir kann dann gleich da hinten rein. Wird aber jetzt erstmal von einem Schuss unterstützt von dieser Seite. Ja, dann machen wir das ohne Schnellfeuern. Bringen den relativ gut um. Ausrüstungsschaden, deaktivierter Arm. Und du gehst hier rüber. Du kannst eh sehr gut heilen. Du hast keine Munition mehr, also keine Raketen mehr. Das ist doof, aber das Medikit kannst du noch gut verwenden. Und 120 Gesundheit gibt es da auch nochmal dazu. So, jetzt der verblutet, wie gesagt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir da oben jetzt nicht das verpassen. Wir stellen hier das Gerät auf. Deploying Tech. Und bringen damit wahrscheinlich den Umbra schon um. Nehme ich mal stark an. Und mit der kleinen Waffe könnten wir auch nochmal feuern. Ah, den bringen wir noch nicht ganz um. Aber wir brauchen den Doppelschuss nicht mehr von Gorvin. Ah, warte. Ich guck mal einmal, ob Tweaker ihn auch noch wegkriegt. Vielleicht reicht es. Oh, das war aber weit auseinander geschossen. Dann muss Gorvin leider ran. Ich hatte gehofft, dass Gorvin vielleicht noch auf die andere Seite abdecken kann. Aber dann geht er einen Schritt rein. Und jetzt muss Zengi nur noch dem einen reinhauen. Nur noch in Anführungsstrichen, du kannst das gar nicht, sehe ich gerade. Du musst schießen. Weil du hast nur noch einen. Okay, verstehe. Aber gut, das sollte ja kein Problem sein. Von hier aus zum Beispiel. Moving. This better work. Okay. Wunderbar. Andy kann auch Schritt zurückgehen, theoretisch. Wir brauchen den nicht unbedingt, aber wir müssen ja letzten Endes da hinten hin. Also wir haben uns ein bisschen jetzt hier wegziehen lassen. Du kannst vielleicht sogar... Nee, du schaffst nicht mehr nach oben. Dann gehst du schon mal in die Richtung weiter. Mark kann auch schon mal in die Richtung weiter. Und dann schauen wir mal, wie es hier sonst weitergeht. Gar nicht geht's hier weiter. So. Das ist doch gut. So, wir können mit der Waffe angeblich
auf die Schale schießen, aber ich glaube, wir sammeln die wieder ein. Hier ist alles tot. Senke geht als erster jetzt mal nach vorne. Also hier zum Haus. Und wir gucken mal, ob wir da was sehen. Bisschen zu weit vielleicht gerade gelaufen, aber gut. Da ist nichts. Einmal ums Eck. Alles klar. Dann bleibst du da erstmal stehen. Dann kannst du auch da stehen, weil in Schutz stehst du eh nicht. Und kannst hoffentlich gleich das Zeug da rausholen. Und wir bewegen uns jetzt relativ zügig, wobei Gorwin hier nochmal auf der anderen Seite schauen muss. Der hat sich nicht bewegt jetzt hier. Der steht aber auch gut da. Dann macht es mehr Sinn. Der hat ein Maschinengewehr, glaube ich, ne? Ja. Dann macht es tatsächlich mehr Sinn, wenn wir uns vielleicht... Ja, das wäre natürlich cool, einen Overwatch zu machen. Allerdings kriegen wir ihn da nicht mit tot. Wir machen das jetzt trotzdem. Und zwar gerne so, dass der sich ein Stück bewegen muss. So, die Watcher sammeln sammeln wir wieder ein. Das kostet leider auch einiges, aber gut. Wir brauchen die auf der anderen Seite. Und dann erstmal hinterher. Kannst erstmal, ja, wenn es da oben hingeht, gehst du halt da oben hin. Okay, die Watcher musste erstmal stehen bleiben, die macht nichts. Und der Rest geht zurück in der Hoffnung, dass Sengir hier keine Probleme kriegt. Der kann halt nicht mehr sprinten, ist das Blöde. Ja, Elflocko, bleib mal in der Nähe, bitte. Einmal Elflocko hier unten lassen, mit der Shotgun mal ein bisschen hier overwatchen in die Richtung. Und dann gehen wir mit dem Rest zurück. Vielleicht kriegen wir sogar, sehr gut, Andy auch noch einen Overwatch hin. In die Richtung von dem Macker. Und Mark darf mal eine Runde fliegen. Das ein bisschen überbrücken hier. Dann schauen wir mal, wo wir die nächsten Viecher erwarten müssen. Da kannst du noch hin. Dann fliegst du wahrscheinlich gleich weiter. Okay. Ah, das ist ein zweiter noch. Nummer 1, 130. Nummer 2, nochmal 130. Ne, 112 Ausrüstungsschaden am Schild. Schießt er noch? Nein, tut er nicht. Gut, dann schauen wir doch mal. Die Watcher trifft ihn leider nicht. Aber ihr beide solltet ja nochmal treffen, oder? Ich denke, dass ihr beide nur einen Schritt nach vorne geht. Probier den Kopf zu treffen. Deaktiviertes Bein. Ja, wir kriegen ihn jetzt nicht ganz weg. Hm. Wer ist denn dahinter? Das ist ein Nahkämpfer. Okay, machen wir uns nicht zu viel Sorgen. Wenn wir dem jetzt den Arm abschießen könnten, das wäre geil. Naja, oder wenn wir den Kopf treffen, der sollte dann eigentlich auch fast genug bluten. Reicht das, ist die Frage. 28 reicht gerade nicht. Sind wir mal mutig? Das sollte doch hinhauen, oder? Jawohl. Okay, das ist die schnellere Spielvariante. Auch so geht's. Bitte auch hier das Geschütz wieder zurückholen. Wenn man eh so in Bewegung ist, dann geht das eigentlich, ne? Dann dauert es doch nicht so lange, wie man manchmal denkt. So, Elflocko hilft hier zur Unterstützung. Senk dir einmal rein, hol dir den Kram da raus. Plus 5 Willenskraftpunkte ist gut. Du hast ja überhaupt keinen Platz. Mann, bin ich doof. Du hast aber hier Munition vom Gauss-Sturmgewehr dabei. das passt ja eh besser, das. Dann nehmen wir das mal für eine normale Granate. Und der Rest, ja,
könnte uns was helfen, aber das ist eigentlich die Mutagene, sind das, wofür wir hier sind. Ja, okay. Hat El Flocco mehr Platz? Mann, bin ich doof, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Aber gut. Du bist auch voll beladen und das soll auch so bleiben. Na los, dann ist es doch in Ordnung. Dann haben wir zumindest das Wichtigste. Und bewegen uns mal hier direkt ungeschützt rüber. Und auch El Flocco darf sich darüber bewegen. Der auch eine Medizinspritze nochmal vertragen könnte. Gorwin ist durch. Nahkämpfer kann kommen. Andy kann sich ein Stück nach vorne stellen. Wenn nur Nahkämpfer da sind, ist das kein Problem. Und Mark, ja, du könntest natürlich jetzt hier von hier schon mal loslegen. Theoretisch. Oder eben hüpfen. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn du mal hier nach oben gehst. Einmal gucken, ob wir noch andere Probleme kriegen, auch wenn du da noch nichts machen kannst. Easy enough. Hier ist Friede, Freude, Eierkuchen. Na gut, dann kannst du auch noch weiter nach vorne gehen. Und dann können wir unseren 5er Explosionsstoß mal austesten. Weil auch wenn der ziemlich weitläufig ist, sollte er zumindest bei dem Ding da hinten ganz gut funktionieren. Kommt noch einer von da oben. Okay, ich komme jetzt der Reihe nach, aber ist auch ein Nahkämpfer, richtig? Ja. Okay, dann haben wir nur das Problem, dass wir da immer das Schild vor der Nase haben. Und dass wir einfach nicht in der Lage sind gerade. Wir können denen immer die Arme abschießen. Und einen Schritt weiter laufen. Die aktivierte Armschere ist weg. Wir können das jetzt mit dem Overwatch regeln. Oh, die Schere ist weg und trotzdem hat er überhaupt keine Gesundheit verloren. Er hatte 340. Jetzt hat er 70 weniger und... Hä? Okay. Es hat nur die Trefferpunkte der Schere getroffen. Vielleicht müssen wir hier dann doch nochmal so ein Ding aufstellen. Zumindest für die nächste Runde. Wer kommt denn hier noch in Schussweite? Du kannst mit der Shotgun, wirst du den, glaube ich, nicht kriegen auf die Entfernung. Und Mark, kommst du da ran? Ja, das ist doch wunderbar. Dann gehen wir da von hinten einmal dran. Gehen einen Schritt näher ran. Der wird natürlich ein bisschen näher kommen, aber ich glaube, so weit kommt er nicht. Schauen wir mal. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Uiuiuiui. So, das hat aber auch mal einen Tagebucheintrag verdient, finde ich. Der war daneben. Der war ja mal so richtig daneben. So, den Panzer können wir wegnehmen. Vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, da ist ein Overwatch sinnvoller. Leider. Ah, jetzt müssen wir wirklich gucken. 1, 2. Wo können wir denn die noch treffen? Mit einem unserer Dinger, ohne Gorwin zu zerfleischen hier. Von da vielleicht. Hast du noch Willenskraft? Ja, so ein bisschen. Schmeißen wir nochmal so ein Ding dahin. Fünf hast du noch. Du musst auch mal hier dich wiederherstellen, glaube ich. Sonst wird's eng. Und ich glaube, El Flocco, naja, du kannst auch probieren, du kannst noch eine Granate draufwerfen eigentlich. Sonst kriegt Gorwin gleich richtig was ab. Weil mit der Shotgun, obwohl Gorwin kann auch zur Seite gehen, ne? Der kann ja jetzt hier hinlaufen, theoretisch. Wahrscheinlich gehen sie eh zu ihm hier. Ja, ist doof. So, können wir mit der Granate erstmal vorlegen, vielleicht. El Flocco ist schon ein schöner Granatwerfer, das ist keine Frage. So, deaktivierter Arm, weniger Schild, das ist schön und gut, aber bringt uns jetzt nicht ewig weit. Gehen mit Zengir hinterher und zurück.
Du gehst wahrscheinlich einen Schritt zur Seite. Auch wenn wir dich ganz gut gebrauchen könnten. Und das Ding lassen wir nochmal feuern, auch wenn der nicht so gut trifft, wie er sollte. 126. Oder reicht es jetzt? Es reicht jetzt, wenn wir ihn richtig treffen. Oder? Nee, es reicht eigentlich insgesamt, wenn der nicht auch völlig daneben geht. Okay. Okay, dann gehen wir noch einen Schritt weiter nach vorne. Der andere kann kommen. Gorwin geht Schritt zur Seite. Und wir gehen alle weiter Richtung. Jetzt kommt eine Atron-Plage, aber die sind eigentlich ja relativ einfach umzubringen. Der hat natürlich jetzt Granatwerfer und Maschinengewehr. So, Marc, möchtest du deine Schande nochmal vielleicht beheben? Mit einem weiteren Schuss von hinten? Ich denke, wäre nicht schlecht. Deaktiviertes Bein, 190 Schaden, 280 verwirrt. Und jetzt gehst du mal einen Schritt in die Richtung, denn wir wollen da hinten mal weiterkommen. Ich glaube, hier hört das nämlich nicht auf. Das Geschütz steht da eigentlich gar nicht so schlecht. Wollte ich sagen, aber jetzt steht da was davor. Geht das weg, ist die Frage. Das, was davor steht. Also, wir können es wieder mit Andy und so weitermachen, denke ich. Da ist jetzt nur die Frage, ob wir vielleicht. Also, wir kriegen ihn sogar ganz weg. Na, das machen wir mal. Das machen wir mal und gehen noch einen Schritt weiter. Jetzt müssen wir aber mal gucken, ob wir mit Gorwin den anderen treffen oder ob wir da zumindest auf einen Overwatch gehen. Obwohl, der ist ganz schön weit weg. Dann gehen wir hier rum. Irgendwo, wo wir relativ safe sind. Hier vielleicht. Nee, da ist doof. Wir bleiben mal noch auf dieser Ebene. Ich denke, da so. Dann sollten wir in der nächsten Runde weit genug kommen, um den zu erledigen. Und ich hoffe, der kommt noch nicht weit genug. Der könnte eventuell hier. Aber das dürfte eigentlich klappen. Dürfte eigentlich klappen. Andy steht ein bisschen doof. Wenn der darüber kommt, sie noch einen Schritt nach vorne stellen, vielleicht hinter dieses Teil da. Okay. Gut, Carsten, lass mal das Teil ruhig da stehen, glaube ich. Du kannst auch hier rüber gehen. Vielleicht müssen wir es gleich wieder abholen, ne? Das ist halt das Blöde. Aber auch El Floco kann da eigentlich rüber. Jetzt müssen wir uns ein bisschen aufpassen, dass wir nicht granatenmäßig jetzt uns ganz doof hinstellen. Kommt man hier auch durch? Oder muss man da oben rum? Kommt man über diese grünen Dinger drüber? Scheinbar ja. Dann gehe ich lieber dahin. Oh, ist vielleicht ein Schritt zu weit wieder. Bin ein bisschen unvorsichtig, wenn hier unten was ist, aber es ist nichts da. Okay. Und Zengir kommt auch nach vorne. Da so hin. Okay, Andy steht doof, aber ansonsten sollte das eigentlich gehen. Die Watcher darf da jetzt auch stehen bleiben. Den Wächter lassen wir Wächter sein und wir schauen mal, was die Atron-Plage da hinten zu bieten hat. Ich denke, sie wird nur laufen. Oh ne, sie stellt sich da unten rein. Ah, okay. Das war nicht so doof von der Atron-Plage, muss man sagen. Weil da kriegen wir sie nicht so gut. Das wäre wieder eine Aufgabe für El Floco, aber der steht jetzt auf der anderen Seite. Oder eine Aufgabe für dich hier. 1, 2. Angeblich kannst du von da schießen. Es muss halt klappen, ne? Wie viel hat er? 90. Sprint 1. Du hast ja jetzt wieder was dazu bekommen. Ja, aber es da reicht leider nicht. Kommst du da runter? Nein. Jetzt müssen wir nochmal gucken, von wo geschossen werden kann. Von da angeblich. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Es stimmt. Gut. Sehr gut. Da ist eine Exit-Zone. Wir gehen jetzt rauf auf die Brutkammer.
Ich frage mich gerade, ob wir das Geschütz nochmal wiederholen müssen. Vielleicht. What's the plan? Schauen wir erstmal hier, ob wir von da schon mal ordentlich oder vielleicht sogar von da ordentlich feuern Let's have a können. look. Wir können schon mal anfangen mit der ersten Eikapsel und mit dem Körper. Ich denke, wir fangen mit dem Körper an, denn. Oder sogar mit der Schale. Nee, wir fangen mal mit dem Körper an. Oder Eikapsel, was du auch immer du triffst. 200 minus 20 Rüstung, um die Rüstung ein bisschen runterzuhauen, das meinte ich. Aber wir können sicherlich auch gleich den Fünfer da nochmal austesten. Du kannst den einen Schritt jetzt nochmal rangehen. Keine Munition mehr, okay. Ja, bei dir muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, wir holen dich noch einmal zurück. Können gucken, ob wir von da mit der Shotgun schon mal drauf feuern können. Oder ob wir es lassen. Sieht gar nicht so schlecht aus. 117. Wir können natürlich auch. Hat Gorwin noch die. Ja, hat er schon. Ich finde, du kannst dich hier oben gut hinstellen. In der nächsten Runde gibt es eine Todesmarkierung. Und dann sollte das alles kein Problem sein. Das Ding nimmt keine Rüstung weg. Insofern nehmen wir mal eine Eikapsel raus. Ja, noch nicht ganz raus. Aber wir tun ihm mal weh an der Eikapsel. So, und da das jetzt alles nicht mehr problematisch aussieht, schicke ich dich nochmal zurück. Verzeihung, um das Ding nochmal zu holen. Nicht, dass wir das am Ende nicht mehr haben. Du bist durch. Und Andy kann nachrücken. Und zwar so, dass er vielleicht da vorne. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Wächter hier nicht noch abkriegen. Aber es sollte eigentlich alles okay sein. So. Der steht da, alles gut, weiter geht's. Da ist nicht mehr viel. Geschütz wieder mitnehmen. Let's go. Und rüber zu den anderen. So gut es geht. So, wollen wir die jetzt schon starten, die Runde mit der Todesmarkierung? Oder noch eine Runde warten? Vielleicht warten wir noch eine Runde. Dann können wir nämlich alle doppelt drauf schießen. Und vielleicht nehmen wir auch nicht die Panzerbrechung, obwohl Virus ist ja auch nicht schlecht. Das ist schon mal 80 Bluten. Dann kannst du von oben dann nochmal drauf zwirbeln auf die andere Eikapsel. Dann nochmal mit der Pistole. Das sind 160 Bluten. Dann setzen wir mit Sengir. Quatsch, mit Sengir hat schon. 11 Loco. Kommst du erstmal bis da mit der Shotgun oder von hier mit der großen? Warum nicht mit der großen? Weil da was davor ist. Na gut. Wenn das das Problem ist, dann gehst du halt nochmal näher ran. Aber vorher kommt El Floco, der muss einmal, Quatsch, Mark, der muss einmal nachladen, bitte. Wir können da auch nochmal Feuer drauf schicken, ne? Wo kommst du hin? Da, ne? Ja, komm, wir machen mal, wir gucken mal, was das bringt. Bei so einem großen Viech. Und außerdem wollen wir das ja auch mal benutzen hier, das schöne Ding. Und es fühlt sich ein bisschen an wie bei Aliens, finde ich. Wenn man das schon benutzt. So, dann musst du dich ein bisschen daneben stellen, damit du da noch triffst. Einmal Shotgun bitte. Und beim nächsten Mal darfst du dich auch nochmal heilen. Nimm mal den Körper. Das Ding kriegt schon echt immer fies was ab. Und Andy darf auch nochmal von hinten. Willst du von hier, ist die Frage. Nee, doch, den nicht. Andy möchte wieder eine Sonderwurst haben und auf was anderes schießen. Nein, du kannst die Eikapsel von daher hervorragend treffen. Wunderbar. Bluten 240. Kannst noch einen Schritt rangehen. Sieht gut aus. Alles gut. Weiter geht's. Kommt noch was von hinten? Jawohl. Es ist weit weg. Wo ich die Kapsel gerade sehe, hier ist noch so ein Gebäude, ne? Obwohl, nee. Ist kein Gebäude mehr. Okay, dann machen wir weiter. Wie viel hat sie noch?
1768 immer noch. Na komm, dann bringen wir eine Todesmarkierung mal an. Und dann geht's weiter. Einmal nachladen. Switching. Ready to engage. Haben wir noch irgendwo? Ich glaube nicht. 166. Und nochmal mit der Pistole drauf. Ah, da müsste ich jetzt auch nicht mehr aimen, ne? Nochmal 62. So. Hast du hier nochmal einen guten Blick für noch eine andere... Nee, aber du kannst den Körper rausnehmen. Deaktivierter Körper, wunderbar. Und wenn du es schaffst, kannst auch du nochmal, obwohl das eng ist. Ja, das ging daneben. Aber gut, du stehst auch da mit, du hast einen schwierigen Winkel, sagen wir mal so. So, Mark, wie wär's denn mal mit dem Explosionsstoß? Du hast ja noch, Explosionsstoß, mit dem Ding und dem 5er Wutausbruch. Ich denke, dass wir den hier durchaus hinkriegen sollten. Und dass der dahin ja wohl hoffentlich 5-mal trifft. Alter! Das war 2-mal daneben. 3-mal daneben, oder was? Nee, das trifft schon, ne? Da, ja. 880 Schaden, okay. Ich dachte gerade, was macht er denn da? Aber ja, der ist sehr ungenau. Das kann man nicht anders sagen. So, dann nochmal auf die Brutkammer. Ich denke, das sollte es gewesen sein. Keine Munition mehr. Da müssen wir uns in der nächsten Runde drum kümmern. Ja, und Carsten, das tut mir leid, aber so ist das. Manchmal ist man nicht mehr vor Ort. Aber die Geschütze sind auf jeden Fall sehr cool und bringen auf jeden Fall auch einiges. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Dann gehen wir mal schnell hier rüber. Jetzt schauen wir mal, ob wir El Flocco nochmal heilen können. Dann könnt ihr nämlich gleich in den nächsten Auftrag rein. So, du hast nichts mehr. Du hast auch nichts mehr. Du kannst noch einen Schritt gehen. Und dann schauen wir mal, ob von unten noch was kommt, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Oh. Was war das denn? Es sah so aus, als ob es hier rüber geflogen wäre. Da stand Atron Dragon? Nein, das kann nicht sein. Da keine Drachen hier. Wollen wir in irgendeiner Form noch aufpassen, ist die Frage. Du kommst eh nicht so weit. Gehst du erstmal dahin? So, du könntest jetzt natürlich dich dahin stellen. Warte mal, wo ist der hingegangen? Nee, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Wir gehen jetzt hier runter. Ich gehe davon aus, dass jetzt hier nichts mehr kommt, was uns gefährlich wird, bis wir zu Hause sind. Ich stelle mich mal da so hin. Feind gesichtet. Okay. Und noch ein Atron auf der anderen Seite. Kannst du den mal kurz anvisieren? Naja. Ist nicht so schlecht. Da stand tatsächlich Drache. Atron Drache Champion. Also der steht jetzt da höchst ungünstig. Können wir noch einen Schritt zur Seite gehen? Der kommt von da und der andere kommt von da hinten. Der hat einen Overwatch an, das ist nicht so schlimm. Stellen wir uns mal dahin, wo wir den anderen besser sehen. Und Gorwin muss noch ein bisschen verteidigen von da oben. Gotcha. Okay, bis der da ist. Dich haben wir jetzt schon bewegt. Ich glaube, Mark könnte jetzt El Flocco heilen. Oder El Flocco heilt sich einfach selber. Du hast keine Munition dabei für das Ding. Nicht zwei, das ist echt ein bisschen doof. Von uns. Okay, aber du hast deine Shotgun immer noch und du kannst eh auch hier rüber gehen.
Und ich denke, naja, wir können jetzt auch nochmal was aufstellen, aber wir wollen ja eigentlich gehen, ne? Wir gucken mal, dass wir alle so ein bisschen auf der gleichen Ebene haben. Deswegen bleiben wir jetzt hier nochmal stehen. Gehen mit Sengi nochmal dahin. Überwachen hier einmal mit der anderen Shotgun mal ausnahmsweise den Bereich so ein bisschen. Tweaker macht das auch, allerdings mit der kleinen Waffe auf über den Bereich. Bis Andy da rauskommt sozusagen. El Flojo kann sich aber schon mal hier rüberstellen. Sollte da aus dem Schusswinkel raus sein. Und Andy, bei dir ist es eigentlich wurscht, ob du auf der oder auf der Seite stehst. Und Mark kann, glaube ich, auch schon mal einen Schritt zurück. Richtung Ausgang. So. Weiter geht's. Er hat einen Granatwerfer tatsächlich, ne? Jetzt hat er uns gesehen, aber ich glaube, das schafft er nicht mehr. Oder? Nein, schafft er nicht. Und der Triton darf nochmal kommen. Der macht aber auch einen Overwatch. Der sieht auch nichts mehr. Okay, dann bringen wir den jetzt noch um. Mit Gorwin. Dann kannst du nämlich auf der anderen Seite darunter. Kannst du ihn mit der Pistole umbringen. Komm, einen guten Schuss. Mann. Komm, einen guten Schuss. Dankeschön. Und ist er runtergefallen jetzt? Ah, ich wollte... Oh nein, jetzt kommt da noch ein Umbra raus. Okay, das ist jetzt doof. Jetzt kommt da echt noch ein Umbra raus. Moving to coordinates. Mhm. Na gut. Ach scheiße, Nachladen kostet einen, ne? Ungünstig, dann können wir keinen Overwatch mehr machen. Dann macht Sengi einen von hier irgendwo. Hoffentlich einen guten. Wir testen nochmal, das hat irgendjemand gesagt, dass man das schon beschädigen kann, ein bisschen. Probieren wir es mal mit Flammen. Und dann können wir mit der Shotgun, keine Munition mehr, das können wir aber nachladen. Ach, das war Schwachsinn, ne? In der Shotgun war noch was drin, glaube ich. Auch hier gerne einen Overwatch. Auch hier gerne noch einen Overwatch. Wir könnten sogar noch ein Geschütz aufstellen, aber wir machen das jetzt mal alles mit Overwatches, bis er da kommt. Gorwin kann nur noch einen Overwatch mit der Pistole machen, aber auch den machen wir noch. Und Andy kann nichts mehr machen. Aber hier kriegen wir noch... Ja, kriegen wir nicht. Von hier kriegen wir noch einen Overwatch hin. Wenn du noch eine Kugel drin hast. So, und dann schauen wir uns das an. Andy hat weniger als einen Punkt. Du kannst mal weitergehen. Weil wir wollen eigentlich raus. So, immerhin brennt er. Der brennt mehr. Das gibt erstmal 180 Schaden durch die Pistole. 240. 396. Und der letzte. Nein, Sengir schießt daneben. Komm schon! Da kommt der letzte. Ja. Okay. Das war dann nochmal ein schönes Ende. Der Triton kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. So, also El Flojo. Also ich hätte mir da eine Hose gemacht an deiner Stelle. Es ging immer näher ran. So, jetzt geht's hier raus. Jetzt geht's hier raus. Okay, letzte Station, vorletzte Runde. Hoffe ich mal, dass wir jetzt alle gleich rauskommen. Hallo? Ja, da geht's hin. Gut, gut, gut.
Ja, es könnte sein, dass Gorwin es gerade so nicht schafft, gleich rauszukommen. Aber wir schaffen es schon. Andy kommt schon fast raus. Und auch Mark sollte das schaffen. Der kann ja jetzt nach Hause fliegen eigentlich. Wie viel hast du noch? 6. Komm, flieg nach Hause. Executing. Das ist doch schön so. Evakuieren wir dich schon mal. Also er wäre sehr klug, wenn er sich jetzt nicht näher ran traut. Er bleibt da hinten mit Überwachung stehen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir wirklich alle rauskriegen. Carsten schafft es auf jeden Fall. Bringen wir dich schon mal raus. Jetzt eigentlich ist die einzige Frage Gorwin, aber der schafft es auch. Okay. Damit sollte... Wen hast du gesehen? Den da hinten. Ja, ignoriere ihn. Glücklich. Das machen wir jetzt nicht mehr. So, damit seid ihr gesünder als vorher durch die gute frische Luft und die gute Bewegung. Und können quasi direkt in den nächsten Einsatz gehen. Aber wir wollen mal hoffen, dass wir die andere Gruppe auch nochmal ranlassen. Denn Team Alpha kriegt nur noch Funksprüche hier. So, keiner ist verletzt. Wir haben noch einen sehr schönen Moment mit dem Umbra erlebt. Mit vielen Schüssen. Die dann als Zengis Schuss daneben ging, dachte ich nochmal, das kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt richtig nochmal einen Schlag abkriegen. Aber es hat im letzten Moment gereicht. So, schauen wir uns ganz kurz an, ob hier jetzt storymäßig noch irgendwas passiert, aber das glaube ich eher nicht. Ist mal wieder jetzt ein bisschen längere Folge, weil ich es endlich mal wieder am Abend vorher aufnehme. Und bald nehme ich auch wieder ein bisschen mehr am Stück auf. Dann habe ich auch nicht so einen Stress davor. So, plus 10 bei allen. Und wir haben noch ein Piranha-Magazin mitgenommen. Kostet uns einiges. Also das ist halt das Problem bei den Viechern, dass wir da nichts rauskriegen. Und es uns einiges kostet. So, dafür ist da oben jetzt mal wieder ein Bau weg. Wir haben noch knapp 1000. Wo wollten wir eigentlich hin? Dahin wollten wir eigentlich. 82, 59, 49. Synedrion ist jetzt die nächste Aufgabe wahrscheinlich, aber wir wollten zuerst doch mit der anderen Gruppe, das habe ich schon vergessen. Wo seid ihr eigentlich hin unterwegs? Eigentlich zur Zitadelle, ne? Ich glaube schon. Bisschen auffrischen. Einmal Wasser ins Gesicht und dann rein in die Zitadelle. So sieht's aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.